ein guter Bekannter. Schon letztes Jahr war das S-Duro bei uns. Und nun rissen sich die Tester erst recht wieder um diese futuristische Stilikone. Nach wie vor begeistern die enorme Beschleunigung, die sehr gute Sitzposition, die angenehme Geometrie und die hervorragenden Klettereigenschaften. Es gab auch keinerlei Ausfälle oder technische Pannen während des Testzeitraums. Meist begrenzte die Akkukapazität die anspruchsvollen bergigen Ausfahrten. Bei etwa 60 Kilometer Strecke und 500 Höhenmetern war meistens Schluss. Da waren dann auch die Piloten erschöpft und glücklich. Soweit ist quasi fast alles gleich geblieben. Und das ist auch gut so. Aber natürlich gibt es auch Neues. Der optimierte 2016er Motor ist mit einem maximalen Drehmoment von 80 Newtonmetern eine Macht, die kaum eine Konkurrenz zu fürchten braucht. Wobei der Motor sogar 11 Dezibel leiser geworden ist. Das Display ist nunmehr flexibler montierbar. Als beste Version erwies sich eine möglichst flache Ausrichtung. Aufgemalt in weißer Schrift verspricht der Lenker ein Display Protection Band. Aber die Kröpfung schien allen Testern bei dieser Aufgabe etwas überfordert. Gut gefiel uns der neue USB-Anschluss am Bedienelement, der aber leider zu schwach für das mögliche Betreiben einer LED-Lampe ist. Ganz neu auch eine vierte Unterstützungsstufe. Echo Plus Mode bietet eine Supportstärke von 50% und erhöht die mögliche Reichweite um 30%. Damit sollen Touren bis zu 170 Kilometern Länge möglich sein. Das aber wollte keiner ernsthaft testen, wenn man mit dem Bike doch so viel Spaß haben kann. Eine Spaßbremse gab es aber. Das etwas zu frühe Abschalten der Unterstützung bei knapp über 24 km/h resultierte wohl aus einer falsch ins System eingegebenen Reifengröße. Im Gelände störte das gar nicht, auf der Straße aber schon. Fazit: Das Bike verdeutlicht eindrucksvoll, warum Highbike solch eine Macht im E-Mountainbike-Sektor ist. Eine Geländemaschine, die jetzt noch süchtiger auf Instant-Abenteuer macht.